Studentinnen und Studenten, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns jetzt in einer Lehrveranstaltung zur Wirtschaftsethik, zur Wirtschaftsphilosophie, also in einem Rahmen, der nicht besser sein könnte, um über einige aktuelle Themen in dieser Republik zu sprechen, über Bankenhilfe, über Managerverantwortung, über Verteilungsgerechtigkeiten, über die Zukunft des Euro und Europa insgesamt. Also eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diese Themen zu besprechen. Ich bin sehr dankbar, dass das möglich ist. Insbesondere danke ich dem Herrn Dr. Schulag. Das ist ja unter anderem seine Lehrveranstaltung und er war so hilfsbereit und so kooperativ und hat seinen Lehrplan und seine Vorgangsweise umgestellt. Ich bedanke mich auch bei zwei Kollegen, bei einer Kollegin und bei einem Kollegen, die Kollegin Dietrich und den Kollegen Bettauer. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das sind aus dem Lehrgang Information, Medien, Kommunikation aus unserem Department Informationstechnologie und Informationsmanagement. Ja, da steht oben, FH Burgenland bringt Besonderes zusammen und die Gesprächspartner heute, die sind wirklich sehr, sehr hochkarätig und könnten hochkarätiger nicht sein. Ich möchte Sie bitten, gemeinsam mit mir den Herrn Bundeskanzler, Bundeskanzler Werner Faymann, zu begrüßen. Herzlich willkommen an der FH Burgenland. Bitte begrüßen Sie mit mir den einen der Eigentümervertreter und eine Persönlichkeit, die die FH Burgenland seit vielen Jahren unterstützt und immer sehr wohlwollend gegenübersteht. Herzlich willkommen, Landeshauptmann Hans Nissl. Ich freue mich auch, dass hier ist der Herr Staatssekretär, Staatssekretär für Medienangelegenheiten, also auch fachlich, hier zu Hause unter Anführungszeichen und den Burgenländer. Herzlich willkommen, Staatssekretär Dr. Josef Ostermeier. Ich freue mich sehr, dass hier ist der Präsident des Burgenländischen Landtages, Präsident Gerhard Steyer. Herzlich willkommen. Last but not least, jenes Regierungsmitglied der burgenländischen Landesregierung, das uns jetzt seit 14 Jahren begleitet, viel, viel mitgeholfen hat, dass das, was hier vorhanden ist, auch tatsächlich da ist. Herzlich willkommen, Wissenschaftslandesrat Helmut Bieler. Wir sind ja zum Diskutieren da, aber ich möchte doch die Gelegenheit nutzen, sozusagen, nett gemeint, in Gruppe, herzlich willkommen zu heißen, den Herrn Professor, Diplom-Ingenieur Dr. Gernot Hahnreich, den Vorsitzenden des Kollegiums. Ich sehe hier den neuen Departmentleiter für Wirtschaft, den Herrn Professor Dr. Dr. Sebastian Eschenbach. Ich sehe hier einige Kolleginnen und Kollegen, Studiengangsleiter, etwa der Dr. Zeiler, der Dr. Kobler. Ich sehe einige Kolleginnen und Kollegen aus Lehre und Forschung hier. Ich freue mich sehr, dass die Kabinettschefin des Herrn Bundeskanzlers da ist und andere mehr. Ich freue mich sehr, den Herrn Landtagsabgeordneten Hergovich zu begrüßen und Sie alle noch einmal beklatschen wir uns selber. Herzlich willkommen, schön, dass diese Veranstaltung stattfindet. Herr Bundeskanzler, meine Aufgabe ist es, diese Diskussion zu führen und dafür zu sorgen, dass es kurze Fragen, präzise Fragen, kurze Antworten, präzise Antworten gibt. Für die erste möchte ich Ihnen dort dennoch gerne ein bisschen mehr Zeit und mehr Raum geben, weil es eine wichtige Frage ist. Wie gesagt, wir befinden uns in einer Lehrveranstaltung, wo es um Wirtschaftsethik, um Wirtschaftsphilosophie geht. Und wenn man die Zeitungen aufschlägt und Buwok und Telekom und Hyperalpe Adria und so weiter und so fort liest, dann möchte ich Sie fragen, wie geht es gerade der Republik Österreich? Ja, danke. Sehr verehrter Herr Landeshauptmann, Geschäftsführer, Staatssekretär, Regierungsmitglieder, aber vor allem sehr geehrte Damen und Herren, erstens danke für die Möglichkeit, bei Ihnen zu sein.
der Herr Landeshauptmann hat gesagt, das ist eine herausragende Einrichtung und die sollte ich einmal gesehen haben und es freut mich, dass ich nicht nur durch Gebäude durchgehe und mit Direktoren spreche, sondern zu Ihnen kommen kann und bin daher gern bei Ihnen. Ich möchte nur zwei Dinge zur Republik sagen, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, erstens dort, wo derzeit auf internationaler Ebene ein bisschen analysiert wird, wie gerecht ist denn unsere Welt, wird unschwer draufkommen, sie wird nicht gerechter, sondern in vielen Bereichen ungerechter. Das hängt damit zusammen, dass Wirtschaft sich ja nicht nach Regeln der Menschlichkeit und Mensch im Mittelpunkt und sozialer Ausgleich und Fairness richtet, sondern dass natürlich internationale Märkte sehr rasch sich in jenen Bereichen festsetzen, wo sie am meisten verdienen. Und das war viele Jahre in der Spekulation. Und nun zu sagen, Österreich ist eine Insel der Seligen und da gibt es nie jemanden, der spekuliert und da gibt es nie jemanden, der was verspielt und da gibt es nie jemanden, der Grenzen überschreitet, wäre ein Unsinn. Und Unsinn erzähle ich Ihnen keinen. Ich möchte nur doch darauf Wert legen, dass wir in Österreich die höchste Beschäftigung derzeit haben und die geringste Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht eine internationale Marktwirtschaft jetzt im Burgenland oder in Österreich außer Kraft setzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in den gestellten Rahmenbedingungen erstens eine aktive Rolle spielen in Europa, im Kreis der derzeit 27, bald 28 Regierungen hat Österreich ein großes Gewicht. Wir sind Nettozahler im Budget, wir sind ein anerkanntes Land. Ich war, bin gerade zurückgekommen aus Spanien, noch vorgestern in Spanien. Und da sieht man überall, sagen wir, in der Bereich in Österreich. Ihr habt so gute Wirtschaftsdaten, ihr habt gute Daten in der Beschäftigung, so einen starken sozialen Ausgleich. Also wir sind mit unserem Modell anerkannt. Und warum ich das einleiten wollte, ist, weil es wichtig ist, dass wir nicht nur in Österreich vieles ausbessern. Wir haben zum Beispiel, das was die Hypoalpe Adria betrifft, eine Haftungsbeschränkung gemacht. Egal wer in einem Land die Regierung stellt, in einem Bundesland, kann gar nicht mehr für 20 Milliarden eine Bankenhaftung übernehmen, wenn er nicht einmal 2 Milliarden zahlen könnte. Das geht gar nicht mehr, das haben wir unterbunden, genauso wie die Finanzmarktaufsicht und andere Bereiche. Ich weiß aber, dass wir damit nicht die ganze Welt gerettet haben mit den Maßnahmen, die wir seit der Finanzmarktkrise in Österreich geschaffen haben, sondern dass unsere Rolle in Europa, und auch das ist ja erst wieder eine Vorbildrolle, eine Pionierrolle, ein Motor in der internationalen Entwicklung. Die 90% des Wachstums ist ja außerhalb Europas prognostiziert. Also selbst wenn unsere starke Rolle in Europa führt ja nur dazu, dass wir dann gemeinsam stärker sind, aber hier noch eine Reihe von wirklich ungerechten Zuständen haben, gegen die es gilt anzukämpfen. Dazu gehört mit Sicherheit der Steuerbetrug, dazu gehört mit Sicherheit die Spekulation mit Lebensmitteln, Energie und anderen Bereichen, die wirklich die Lebensgrundlage entziehen. Dazu gehört, dass Reich und Arm extrem auseinandergeht, in Superreich mit unvorstellbarem Ausmaß und dann dort oft nicht einmal mehr Steuern bezahlt wird und auf der anderen Seite in Verstärkung der Armut. Diese Auseinandersetzung, ethisch, philosophisch, ideologisch, wie Sie es bezeichnen wollen, tatsächlich gibt es. Österreich macht das Beste daraus, davon bin ich überzeugt, setzt sich aber auch aktiv ein, dass wir hier im europäischen und im internationalen Bereich uns dafür einsetzen. Darum finde ich Ihr Thema wichtig, interessant, notwendig und ist natürlich das Thema der Zeit. Als ich begonnen habe als Kanzler im Europäischen Rat, haben wir immer 5, 6, 7 Themen gehabt, sehr oft außenpolitische gemeinsam. Mittlerweile haben wir jedes Mal das Thema Wirtschaftspolitik, Rahmenbedingungen, Bankenunion, Spekulationsverbote, jedes Mal auf der Tagesordnung. Wir einigen uns nicht leicht, weil es ja doch einen Teil von Regierungschefs gibt, die zuerst daran denken, wie kann man die Finanzmärkte in Sicherheit bringen, wie kann man bei den Banken ein Auge zudrücken, wie kann man vielleicht sogar beim Steuerbetrug ein Auge zudrücken. Und auf der anderen Seite Politiker, auch wieder quer über die Parteien gesagt, die sich für mehr Regeln einsetzen, die ein bisschen mehr an Fairness bringen. Also eine harte Auseinandersetzung, wo man im Land und auch in Europa Fehler machen kann, aber wo ich meine, Österreich ist gut aufgestellt und das Burgenland sowieso. Dankeschön. Bevor wir die Runde eröffnen, eine Frage an Sie, Herr Landeshauptmann.
Der Herr Bundeskanzler hat Europa angesprochen. Jetzt ist dieses Gebäude beispielsweise, und dass es die Eva Burgland überhaupt geben kann in dieser Art und Weise, wesentlich damit mit europäischer Hilfe passiert. Und ich weiß, dass die burgenländische Landesregierung gerade sehr darum kämpft, für künftige Zeiten ebenfalls Fördermitteln zu bekommen. Wie wichtig ist, dass wir in Europa eine aktive Rolle spielen? Ja, Herr Bundeskanzler, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen, liebe Studenten, vielleicht kurz die Ausgangssituation des Burgenlandes. Wer das Burgenland kennt, weiß, dass wir jahrzehntelang ein Land an der Grenze am Eisernen Vorhang waren, dass es in unserem Land viele Defizite gegeben hat und dass wir in den letzten 15, 20 Jahren einen sehr starken Aufholprozess starten konnten. Da spielt vieles mit, da spielt vor allem mit, und das ist für mich das Wesentlichste, dass in dieser Vergangenheit das Bildungssystem im Burgenland deutlichst verbessert wurde, dass wir eine ganz große Reihe von jungen, motivierten, gut ausgebildeten jungen Menschen im Burgenland haben, die zu diesem Aufstieg wesentlich beigetragen haben. Wir waren Schlusslicht im Bildungssystem im Burgenland. Wir haben heute die höchste Maturantenquote. Wir haben mit den Fachhochschulen hier in Eisenstadt und auch in Pinkerfeld die Leuchttürme unseres Bildungssystems im Land. Und vom Kindergarten bis zu den Fachhochschulen haben wir sehr viel Geld, nicht nur das Land Burgenland, sondern auch die Gemeinden zur Verfügung gestellt, um ein modernes, zukunftsorientiertes Bildungssystem zu schaffen. Und das ist eine der Grundlagen für den Aufstieg des Landes. Zweiter Grund natürlich Fall des Eisernen Vorhanges und die Förderungen, die wir von der EU, vom Bund bekommen haben, die wir von Seiten des Landes auch mitfinanzieren müssen, auch eine spannende finanzielle Herausforderung, alle Mittel durch sinnvolle Projekte aus Brüssel abzuholen und aus Wien von der Bundesregierung die finanzielle Unterstützung auch zu bekommen. Und das ist so kurz zusammengefasst die Ausgangssituation des Landes gewesen und der Aufstieg des Burgenlandes, der erkennbar ist. Wir sind im Jahr 2012 Österreichmeister bei Wachstum und Beschäftigung gewesen, Wirtschaftswachstum 1,6% im Burgenland, österreichischer Durchschnitt 0,8%, also doppelt so hoch als der österreichische Durchschnitt, Zunahme der Beschäftigung 2,3%, also auch deutlich über dem österreichischen Durchschnitt, also eine sehr große dynamische Entwicklung. Und wir müssen natürlich alle Anstrengungen unternehmen, es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen, dass wir diese Dynamik auch weiter beibehalten können. Und die Voraussetzungen bleiben gleich. Wir brauchen die gut ausgebildeten jungen Menschen, wir brauchen gute Förderprogramme, wir brauchen ein gutes Bildungssystem und wir sind im Augenblick auch in sehr intensiven Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Union, dass das Burgenland, das ist ziemlich fix, das haben wir schon erreicht, als Übergangsregion anerkannt wird und durch diesen Status Übergangsregion zu sein, haben wir die besten Fördermöglichkeiten aller österreichischen Bundesländer. Wie hoch diese Förderungen sind, das wird erst konkret beschlossen, aber da gibt es auch permanent sehr intensive Gespräche, nicht nur hier in Burgenland, sondern auch in Brüssel. Und ich war auch vor wenigen Wochen bei meinem Bundeskanzler, wo wir über ein Förderprogramm auch von Seiten des Bundes verhandelt haben, ein sogenanntes Additionalitätsprogramm. Wir sind übereingekommen, dass wir im Juni nochmals zusammenkommen, wo der Bund uns zusagt, wie viele finanzielle Mittel wir bis zum Jahr 2020, vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2020, auch vom Bund bekommen, um wieder gute Voraussetzungen für Wachstum und Beschäftigung im Burgenland zu haben. Und wenn man in die Zukunft sieht, dann muss das Burgenland sich noch stärker entwickeln in die wissensbasierte Wirtschaft, und deswegen ist die Fachhochschule auch so wichtig, dass wir uns auch im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation noch besser und stärker positionieren. Vor allem die Fachhochschule auch in Pinkerfeld ist einer unserer sehr wichtigen Forschungsschwerpunkte im Burgenland, wo wir darauf setzen, wo wir versuchen, ebenfalls die finanziellen Mittel gemeinsam mit dem Bund zur Verfügung zu stellen. Also die spannende Herausforderung, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten Übergangsregion zu sein, entsprechende finanzielle Mittel wieder vom Bund
der EU zu bekommen, um gemeinsam dieses Additionalitätsprogramm aufzustellen, Bund, Land, Burgenland, um gute Voraussetzungen für Wachstum und Beschäftigung zu haben. Dankeschön. Eine aktive Rolle in Europa von beiden. Ich möchte jetzt eine aktive Rolle von Ihnen mir wünschen. Darf ich fragen, wer ein erstes Statement, eine erste Frage, eine erste Kritik anbringen möchte? Bitteschön. Mit Mikro. Es ist irgendwo ein Mikrofon unterwegs, wie ich weiß. Kollege Hansi? Ja, bitteschön. Funktioniert es ja? Ja, wunderbar. Also ich habe zwei Fragen und eher persönliche als Bundeskanzler. Und zwar die erste ist, was finden Sie ist die wichtigste Eigenschaft, die man als Bundeskanzler haben sollte? Und die wichtigste Aufgabe, so eher hinter den Kulissen, was man nicht in den Medien lesen kann, sondern was Sie persönlich finden, dass das die wichtigste Aufgabe für Sie ist? Und die zweite Frage wäre, wie man als Bundeskanzler mit der Fülle von Informationen umgeht und ob es sinnvoll ist, dass man zu jedem Gebiet sich mehr oder weniger als Experte ausgeben muss und die Einstellung nimmt. Also mit der Fülle von der Information eben. Vielen Dank. Ich schlage vor, weil das ein bisschen nicht mühsam ist, aber weil wir nur zwei Mikrofone haben, vielleicht können wir noch die eine oder andere Frage anschließen und dann sozusagen im Paket weitergeben. Bitte, wer möchte als nächstes ein Statement abgeben, eine Frage formulieren? Okay, dann lasse ich noch ganz kurz Zeit, oder? Ist es soweit? Ja, bitte, Herr Kollege. Ja, Herr Bundeskanzler, kurze Frage zum Thema Bankenabgabe. Wird ja momentan in den Medien sehr breit getreten. In den Medien wissen wir auch sehr oft von der Umverteilungsfantasie und inwieweit gehen wir damit um, dass im Endeffekt nicht wieder die KMUs, die Wirtschaft oder auch hier, wo wir in den nächsten Jahren vielleicht was investieren wollen und selbstständig machen wollen oder auch ausbauen wollen, dass das im Endeffekt nicht wieder wird. Schön, Herr Bundeskanzler, ich denke, die drei sollten wir anfangen. Vielleicht zunächst gleich mit der Bankenabgabe KMUs. Ich wollte eigentlich da rein und machen. Okay, Entschuldigung. Zuerst, was braucht man am dringendsten? Als Bundeskanzler muss man sagen, gute Nerven. Weil, wenn man natürlich in einer Führungsfunktion steht, muss man wissen, da ist dann niemand mehr, dem man was im Land weiter delegieren könnte. Und da das wie in einer Hochschaubahn, manche Dinge laufen extrem gut und andere sind sehr schwierig, viele lesen sie in den Zeitungen, manche lesen sie nicht, dann habe ich es gut hinbekommen, zu lösen, nämlich bevor es auf die Bühne kommt. Also man ist bei Konflikten und in sehr scharfen Konflikten ständig konfrontiert, mit sehr unterschiedlichen Bereichen. Ich sage immer, es ist selten jemand am Apparat, der einem erzählt, was gerade gut läuft. Also das gehört dazu, gute Nerven. Aber wenn man es nicht gern macht, soll man es nicht machen, also selber ausgesucht. Das zweite ist die Frage, was braucht man im Hintergrund? Und das ist eine wichtige Frage, die wird ganz unterschätzt. Politik und Psychologie nenne ich es immer. Ich habe im Europäischen Rat und gehöre ich schon zu den Langjährigsten. Ich sage jetzt zu den Ältesten, weil das ist immer zu den Langjährigsten. Mit Angela Merkel und 3, 4, 5 anderen bin ich bei denen, die jetzt die letzten 5 Jahre, die dort dabei sind. Es spielt eine ganz große Rolle, wie politisch ernst genommen man wird. Da ist das Wort Netzwerk und politischer Kontakt zu wenig. Es spielt eine ganz starke Rolle, wenn mir mit jemandem telefoniert, wie ich das beim Herfahren mit ein paar gemacht habe, auch auf europäischer Ebene, ob der das Gefühl hat, da ist einer am Apparat, der ist ernst zu nehmen, der versteht mich auch, der mit dem kann ich. Also diese Psychologie und Chemie und politische Anerkennung, Respekt, das wird oft unterschätzt. Natürlich gibt es auch die ganz ideologischen Grenzen. Also ein David Cameron, der wird immer was ganz anderes wollen. Der will viel Kernkraftwerke bauen, das Schiefergas maximal und. Aber es gibt neben diesen ganz scharfen ideologischen Grenzen, gibt es doch sehr stark übergreifend und auch über die Parteien hinweg, dieses starke, wie ich nennen würde, psychologische Element. Und das führt mich schon zum Dritten, ich bekomme tausende Informationen. Bin sehr froh, dass ein Josef Ostermeier an meiner Seite habe. Sie wissen das ja, der ist da ein verlässlicher burgenländischer Experte in vielen Bereichen an meiner Seite. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann. Und wenn man mit Konzernchefs oder auch mit Unternehmen spricht und sagt, was ist das Wichtigste, dann sagen die auch, wirklich gute Leute.
Und das ist so leicht gesagt, ist aber nicht so einfach. Weil wenn man wissen will, in einem Thema ein bisschen in die Tiefe geht, also nicht nur die Statistiken aufgezählt, und oft der das aufzählt, der versteht selber den Zusammenhang nicht, sondern zählt da irgendwas auf. Das, was wir auch Strategie nennen, was also ein bisschen den Weg weist und ein bisschen zeigt, aufzeigt, Möglichkeiten aufzeigt, das ist gar nicht so einfach. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich habe noch nie an einer Lehrveranstaltung von Ihnen teilgenommen. Sie haben noch gar nicht gefragt, ob Sie zufrieden sind, wie Sie es finden, ob das praxisorientiert sind. Aber ich finde, das, was man im Internet nachschlagen kann oder im Lexikon oder in der Bibliothek, das davon soll man auch einiges wissen. Ja, wenn man gar nichts weiß, kann man nicht einmal nachschlagen. Nicht? Aber wenn man das scheint mir dann für die konkrete Arbeit nicht so wichtig wie einen Plan zu haben. Und dazu gehören gute Leute, die auch einen Plan haben und die auch in verschiedenen Varianten denken können, weil zu sagen, das geht alles nicht, das haben wir schon ausprobiert, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, jetzt fällt mir nichts ein, das sind nicht die besten Mitarbeiter. Die besten Mitarbeiter sind die, die sagen, trotzdem, das überwindet man, das schafft man, da sehe ich einen Weg. Also ich würde sagen, gute Mitarbeiter, das ist da ganz wichtig. Darum finde ich Ihre drei Fragen nämlich sehr wertvoll, wenn ich mir das erlauben darf. Deshalb, weil das eine viel größere Rolle spielt als so manche Sachfrage. Weil um diese Sachfrage zu analysieren und zu lösen zu können, braucht man all die anderen Dinge. Noch viel, viel stärker, als dass man da jetzt wirklich jede Statistik zu jedem Bereich auswendig kennt. Bankenabgabe. Wir haben ja die Bankenabgabe eingeführt, mit zuerst 500 Millionen Euro pro Jahr, dann steigend mit der erweiterten auf 625, die bis 700 und mehr Millionen steigt. Und es hat sich gezeigt, die Banken haben noch immer über 3 Milliarden Euro, also noch immer Gewinne, trotz dieser Bankenabgabe. Und die Arbeiterkammer, die ja da sehr akribisch ist im Konsumentenschutz, die ist ja da auf einer Seite Lobbyist sozusagen. Also die, ist ja, die vertritt ja nur eine Seite. Das ist... Man muss ja nur wissen, welche Seite jemand vertritt. Das ist ja nicht schlecht, auch wenn jemand die Industriellenvereinigung vertritt. Man muss ja nur wissen, welche Seite er beleuchtet. Und die Arbeiterkammer hat eben die Scheinwerfer gerichtet auf die Frage, haben sie die Gebühren oder die Kredite oder irgendetwas verändert durch die Bankenabgabe? Und ist dreimal untersucht und haben dreimal gesagt, nein, es hat sich nicht verändert. Jetzt werden Sie mich fragen, was hätten die mit den 500 Millionen oder 700 Millionen pro Jahr gemacht? Naja, wahrscheinlich hätten sie es in Gewinnausschüttung, in Rücklagen, in zusätzliche, ich weiß es nicht, ja, was sie alles damit, die hätten schon was vorgehabt damit. Aber auf die Gebühren und auf die Kredite hat es keine Auswirkungen gehabt. Deshalb habe ich auch gesagt, man darf das nicht unterschätzen, wenn morgen die Hypo insolvent werden würde, was sie nicht wird, sage ich gleich, da werden wir. Aber wenn wir die Entscheidung treffen würden, eine Bank wird insolvent, dann müssen Sie sich das so vorstellen. Jetzt sperrt die Bank in Österreich zu, man steht vor der Tür, man kriegt einmal nichts. Dann kommt die sogenannte Einlagensicherung, da haben Unternehmer praktisch nichts davon, weil die ist auf die Person bezogen und daher sind Firmenkonten da nicht inbegriffen. Zweitens, der kleinere Teil dieser Bank, Hypo, ist ja in Österreich, wo man bis 100.000 Euro dann einen Einlagenersatz kriegt. Der größere Teil ist ja in den Nachbarländern, in Kroatien, in Bosnien, in Mazedonien, in diesen Bereichen des Westbalkans. Dort stehen die Leute vor der Tür vor einer geschlossenen österreichischen Bank und das Geld ist weg. Und manche diskutieren das so leichtfertig, sagen, eine Bank muss auch insolvent werden, redet jetzt nicht immer die Banken, aber man muss es ja vorstellen. Der erzählt noch seinen Enkelkindern, dass ihm die Bank sein Geld gestohlen hat. Eine österreichische Bank. Und deshalb haben natürlich auch die anderen österreichischen Banken ein großes Interesse daran, dass so etwas nicht passiert und müssen heute halt auch, hart aber gerecht, auch einen Beitrag leisten. Weil, was glauben Sie, wer geht zur Nachbarfiliale einer anderen österreichischen Bank, in die eine zusperrt und die Leute ihr Geld verlieren? Und zwar zur Gänze verlieren. Da gibt es ja keinen Einlagenersatz. Das gibt es ja dort alles nicht. Und jetzt können Sie sich vielleicht erinnern an die Zypern-Diskussion. Da hätten die Leute einen Teil vom Geld verloren. Auch falsch, ich war dagegen. Aber da haben wir geredet von einem Teil. Ja, die wäre zu, die Bank, der kriegt nicht einen Cent und sagt, das war eine österreichische Bank. Also das ist für den ganzen Sektor nicht so, dass die sagen können,
uns ist das egal, die Bank sollen schauen, was damit, die sollen die eine Bank, die das schlecht macht, die sollen es zusperren. Die können das gar nicht sagen, weil sie als Sektor mit betroffen sind, außerdem haben wir eine Reihe von Gesetzen, dass zum Beispiel, wenn also Einlagenersatz in Österreich zu leisten ist, auch der Bankenverband mithaftet, es gibt Wehrgeschäfte untereinander. Ich werbe hier um Verständnis für die Bankenabgabe, weil ich weiß, dass natürlich auch Banken gut vernetzt sind, auch eine gute Marketingabteilung haben, vielleicht den einen oder anderen Absolventen auch von Ihnen in Zukunft haben werden im Werbebereich, und weil die natürlich ihre Position, nämlich am liebsten ist Ihnen als erledigter Regierungschef mit dem Steuergeld und ohne Bankengeld, ja, die vertreten ihre Position auch ganz schön heftig, aber ich werde dann nicht nachlassen, sie trotzdem heftig zu erklären, und danke daher für die Gelegenheit, weil das war eine sehr praktische und richtige Aspekt und Frage. Dankeschön. Weitere Fragen, bitte darum. Ja, wo ist das Mikro? Da kommt schon, bitte, Herr Kollege. Die folgende Frage, und zwar, da ja angeblich die Finanztransaktionssteuer fallen soll, woher man die 50 Millionen Euro fürs Budget jetzt eben finanzieren soll. Finanztransaktionssteuer als ein Thema. Ich möchte bitten, vielleicht noch die eine oder andere Frage anzuschließen. Da hinten ist ein Kollege. Oder wollten Sie eine Frage machen? Bitte, gerne. Bitte. Das hat eine leichte Verzögerung. So, folgendes. Meine Freundin kommt aus Litauen. Sie ist seit 2 Jahren hier. Studiert auch in der FH. Jetzt ist folgendes. Sie spricht 5 Sprachen fließend. Und da ist ein Netz, hat gesagt, es ist für sie kein Job hier. Wie kann sowas sein, dass man der Frau, die 5 Sprachen kann, keinen Job anbieten kann? Obwohl der Äquivalter 100 Kilometer weiter weg ist. Dankeschön. Mein Vorschlag ist, das noch anzuschließen. Die Frage, Kollege, wenn Sie einfach laut formulieren, ich glaube, dann hören wir schon. Also die erste Frage ist, Sie sind seit 2008 Bundeskanzler, auf was sind Sie besonders stolz, um den 18. geleistet zu haben? Ich wiederhole das, Sie sind seit 2008 Bundeskanzler, worauf sind Sie besonders stolz, dass Sie geleistet haben? Ich hab's gehört. Na, also so war das nicht gemeint. Die zweite Frage, im Herbst sind die Nationalratswahlen, Gründe, warum man sie wählen sollte. Herr Bundeskanzler. Dauert jetzt länger als eine übliche Lehrveranstaltung, die guten Gründe. Da rede ich dann gerade von den Mittleren. Ich möchte erstens einmal sagen, ich bin ganz besonders stolz darauf, dass in einer Zeit der Finanzmarktkrise in Europa, die durchaus das Zeug hätte, inhaltlich der 30er Jahre, wo riesige Vermögenswerte durch Spekulation verloren gegangen sind, Billionen verloren gegangen sind, dass natürlich Österreich ja auch mit betroffen war, weil Europa ist so eng miteinander verbunden, dass die, die sagen, naja, da machen wir halt dann die Grenzen ein bisschen wieder dicht oder so, dann haben wir die Probleme nicht. Das Wirtschaftsleben ist ja so miteinander verknüpft, dass unser Wohlstand so stark auf Exporte aufbaut, zum Beispiel, auf Zulieferung. 10% unserer Industrie ist Autoindustrie, aber das liefern wir nach Deutschland, und Deutschland liefert es zu 70% in Europa aus. Also diese Vernetzung der europäischen Wirtschaft wird ja unterschätzt, ich hoffe nicht von Ihnen, weil Sie zählen ja zur Expertenwelt. Aber insgesamt in der österreichischen Diskussion wäre ich immer wieder konfrontiert mit der Frage, na, was brauchst du denn da so viel um Europa kümmern, kümmern die uns. Und ich sage aber, du, dein Arbeitsplatz, der war so wahnsinnig wichtig, dass die europäische Wirtschaft funktioniert, weil Autos kaufen keine Autos, und wenn sie die Menschen in Europa nichts mehr leisten können, weil sie arbeitslos sind, wie in Spanien, 57% der jungen Leute arbeitslos, dann geht uns das auch was an, und dann hat das auch direkt auf uns Auswirkungen. Das heißt, in einer Zeit der Finanzmarktkrise, wo die Auswirkungen in ganz Europa negativ waren, sagen die größten Kritiker, am besten bewältigt haben das wir mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit, dann Niederlande, Deutschland, vielleicht noch das eine oder andere skandinavische Land. Aus. Also von 27.
Das heißt, dass wir in einer Zeit, in der eigentlich Hochkonjunktur war, unter dem bekannt, mittlerweile noch immer bekannten Finanzminister Grasser, die höchste Arbeitslosigkeit hatten, mitten in der Hochkonjunktur, und dass wir in der schärfsten Krise mit Hilfe der Unternehmer, nicht dass jetzt glaube ich, glaube, das kann ein Bundeskanzler mit einem Landeshauptmann zu zweit machen, wird das, mit den Unternehmern, mit unseren Sozialpartnern, mit den engagierten Arbeitnehmern. Also wir haben es geschafft, die geringste Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit in so einer harten, schwierigen Zeit zu haben. Zweitens, wir haben Sparpakete gemacht, deshalb ohne Massendemonstrationen und Generalstreiks, die es überall anders in Europa gibt. Schauen Sie sich die Bilder an, nicht nur in den Vorstädten von Paris und in Stockholm und zwischen Jung und Wild, auch flächendeckend in Nachbarländern. Deshalb, weil ich glaube, wir haben es so sozial ausgewogen wie möglich gemacht. Ich habe auch lieber, wenn ich zu den Leuten komme, wie in den 70er Jahren und sage, was habt ihr eine so eine, machen wir drei so Schulen, was habt ihr eine, weiß ich nicht, Straße, ich mache mal drei Straßen. Ich hätte auch lieber gerne, würde auch gerne durch die Gegend gehen und groß verteilen, was wir gemeinsam zusätzlich erwirtschaftet haben. Aber dafür, dass wir unser Budget in Ordnung gebracht haben, die geringsten Zinsen für unsere Staatsanleihen zahlen, die je bezahlt wurden in Österreich, weil wir so wirtschaftlich stark eingestuft werden. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, ohne dass die Armut gestiegen ist, ohne dass wir es auf Kosten der Arbeitnehmer gemacht haben und mit verträglichen Programmen. Auf das bin ich am meisten stolz, weil das ist die Aufgabe eines Kapitäns, wenn es ein bisschen stürmt, dafür zu sorgen, dass man das möglichst fair, jeder von Ihnen kennt ein Beispiel, was noch nicht fair ist, aber möglichst fair zu machen, und das ist auch, glaube ich, gelungen. Wer mich erkundigen beim AMS, wie die Situation für Arbeitskräfte, die zu uns kommen aus der Europäischen Union, wie die Situation da ist im Bereich, wenn jemand quasi Dolmetsch, also in dem mehrsprachigen Bereich tätig ist, da werde ich mich erkundigen. Ich möchte zu den Bereichen wählen etwas sagen. Erstens bitte ich Sie überhaupt zur Wahl. Das ist für einen Bundeskanzler deshalb ein wichtiges Anliegen, weil die Politik abzulehnen oder mit etwas unzufrieden zu sein, das kann ich gut in vielen Bereichen nachvollziehen. Auch ich habe Dinge, über die mich ärgere. Auch der Herr Landeshauptmann Dinge, was ich ärgere. Wenn der Früh, am Abend, kommt, das ist alles richtig. Aber unsere Demokratie braucht ihre Beteiligung. Das ist meine erste Bitte. Und das Zweite, wenn Sie sagen, was sind die stärksten Gründe, auch für mich als Bundeskanzler, ich habe diese Regierung versucht, mit möglichst viel Gemeinsamkeiten zu führen. Wir haben immerhin 5 Jahre, das erste Mal eine Legislaturperiode von 5 Jahren. Der Durchschnitt der Regierungen seit 30 war unter 3. Wir haben es dann, also nicht die 4, die es vorher war, geschweige die 5, die ja erst jetzt möglich sind. Das heißt, wir haben 5 Jahre versucht, bei allen Konflikten, die es gibt in so einer großen Koalition, die Stärken haben, wenn man starke politische Mitte hat, und die Schwächen haben, weil wenn sie zwei stärkere treffen, ist es natürlich nicht so leicht, wie wenn einer so einen kleinen Partner hat, der nur hier und da was nachfragen kommt. Ja? Also auch in einer politisch schwierigen Zeit gezeigt, dass wir in der Lage sind, die wichtigen Fragen zu lösen. Und ich weiß, dass viele vor uns stehen. Und wenn Sie auf der Seite von Fairness, wenn Sie auf der Seite von Arbeitnehmerrechten, Steuerentlastungen für Arbeit, Bildung als zentraler Punkt stehen, dann ist die Wertehaltung die, um die wir uns bemühen, und ich als Bundeskanzler das auch in einer Regierung so zu führen, dass man Schritt für Schritt ans Ziel kommt. Herr Landeshauptmann, ich möchte da eine Zwischenfrage einschieben sozusagen. Es ist schon zweimal zur Sprache gekommen, die wirklich hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa, über 50%, in Spanien, in Griechenland, die normale, die allgemeine Arbeitslosigkeit in Spanien 29%, in Griechenland 28%. Jetzt haben Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschulen, wenn man über lange Jahre geht, eine um halb so hohe Arbeitslosigkeit als der Durchschnitt. Wo endet das, wenn es nicht gelingt, in Europa Arbeitsplätze für junge Leute zu schaffen? Nicht gut, würde ich mal sagen. Also insofern bin ich da absolut auf einer Linie mit der Bundesregierung, mit dem Bundeskanzler.
dass wir große Anstrengungen unternehmen müssen, dass es die Jugendarbeitslosigkeit in dem Ausmaß bei uns nicht gibt, dass wir die Besten in Europa sind, nämlich die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit zu haben. Das ist ganz wichtig. Und es ist auch statistisch belegbar, dass je besser die Bildung und die Ausbildung ist, umso geringer ist die Jugendarbeitslosigkeit. Und der Bundeskanzler hat sich auch eingangs sofort informiert, welche Chancen haben die jungen Menschen, die die Fachhochschule hier in Eisenstadt im Winkerfeld absolvieren. Und die haben sehr, sehr gute Chancen. Und das ist uns auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch für mich das Entscheidende, dass man bedarfsorientiert ausbildet, dass man studiert und dann auch die Chance hat, einen Beruf zu ergreifen, eine Zukunft zu haben, Einkommen zu haben und auch persönlich Wohlstand sich zu schaffen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges politisches Ziel. Und der Bundeskanzler war in Spanien. Und das Österreich wird dort präsentiert als bestes Modell, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Jugendarbeitslosigkeit möglichst niedrig zu halten. Wir haben auch mit Unterstützung des Bundes unsere Lehrwerkstätten geschaffen, auch ein wichtiger Bereich, nämlich Jugendliche, die nicht studieren, nicht studieren können, die keine Lehre machen können, Betrieb gefunden haben, der Lehrlinge ausbildet, die sind bei uns in Lehrwerkstätten. Es sind im Burgenland 500, die in Lehrwerkstätten untergebracht sind. Wir haben vor 10 Jahren eine Lehrwerkstätte im Burgenland gehabt, wir haben jetzt 10 Lehrwerkstätten. Das Land Burgenland und die landesnahen Unternehmen sind die größten Lehrlingsausbildner geworden. Wir nehmen es sehr, sehr ernst, weil wir der Überzeugung sind, dass jeder Jugendliche sich eine Chance verdient. Er soll entsprechend seinen Vorstellungen eben einen Beruf ergreifen können, erlernen können oder studieren können. Und wenn man, da glaube ich, muss man auch auf europäischer Ebene Ansätze finden und noch wahrscheinlich mehr Geld zur Verfügung stellen. Hier gibt es ja schon einige Milliarden Euro europaweit zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Aber eine Jugendarbeitslosigkeit über 50%, wie es in manchen EU-Ländern der Fall ist, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die mir sehr große Sorgen macht, die für Europa nicht gut ist. Menschen, die kein Einkommen haben. Viele sprechen von einer verlorenen Generation. Und da, glaube ich, muss man auch ansetzen, dass man alle Anstrengungen unternimmt, dass diese Ausbildungsgarantie in Österreich umgesetzt wird. Auch da müssen wir weiter am Ball bleiben. Auch da müssen wir gemeinsam Bund und Länder Voraussetzungen schaffen, nämlich, dass die Jugend eine Arbeit haben, dass sie eine Ausbildung bekommen. Wir dürfen keinen Jugendlichen zurücklassen. Und ich sage auch eins dazu, wir in Burgenland haben keine Bildungsbarrieren. Das ist mir auch ganz wichtig, weil Herkunft darf kein Schicksal sein. Jeder Jugendliche soll die gleichen Chancen haben und deswegen haben wir in Burgenland auch keine Studiengebühren. Dankeschön. Ich sehe an der Wand, dass wir ja die gesamte Diskussion auch in Twitter und auf Facebook verfolgen oder verfolgt wird. Gibt es da eine Frage, eine Wortmeldung? Es waren einige Anmerkungen, Kommentare, bisher aber noch keine konkreten Fragen. Gut, dann geht das hier weiter. Bitte, Herr Kollege. Ja, die wollte ich gerade. Ja, die Frage nach der Finanztransaktion und... Ja. Wie sinnvoll ist das, wenn das nur in einem Land und nicht weltweit eingeführt wird? Weil man kann es vielleicht umgehen, und auch in Deutschland ist gerade aktuell eine Diskussion im Rand, ob man es überhaupt einführen möchte. In Baden-Württemberg hat sich der SPD-Finanzminister dazu geäußert, der das auch kritisiert. Ja, also Finanztransaktionssteuer bitte. Danke für den Hinweis. Ich möchte doch noch vielleicht die eine oder andere Frage hinzunehmen. Gibt es eine? Nein? Dann bitte, Herr Bundeskanzler. Ja. Danke, dass ich gelegen habe. Also die Finanztransaktionssteuer soll allein in Österreich 500 Millionen Euro pro Jahr bringen. Ich gehe davon aus, dass sie auch kommt. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob wir stark genug sind, dass sie mit 1. Jänner kommt. Ich habe beim Herfahren sowohl mit dem Chef der SPD als auch mit der Vertreter der belgischen Regierung gesprochen, dass wir eine Initiative einleiten wollen, jetzt uns stark zu machen, dass sie möglichst am 1. Jänner kommt. Verzichtbar ist sie nicht und ich möchte sie dann begründen. Wenn Sie sagen, es darf irgendeine Maßnahme, die richtig ist,
erst kommen, wenn sie weltweit kommt, dann müssten wir eine Menge abschaffen von dem, was wir haben und was zusätzlich erkämpfen. Im positiven Sinne bräuchte man mindestens eine Periode praktisch gar nichts. Weil ich sage Ihnen ein Beispiel. Freiheit und Demokratie, sagen viele Wirtschaftsbosse, ist ein bisschen hinderlich, weil in anderen Ländern, da wird zentral entschieden, zack, durch, da gibt es keine so langen Prozesse der Demokratie, da hält dann niemand auf. Ich hoffe, niemand schafft die Freiheit ab. Ich sage Ihnen ein zweites Beispiel. Umwelt. Flüsse verunreinigen, Kernkraftwerke bauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Was hat es für einen Sinn, dass Österreich kein Kernkraftwerk baut, wenn das Nachbarkernkraftwerk in die Luft fliegt? Mit der Begründung könnte man in Österreich 10 Kernkraftwerke bauen. Ich bin der Meinung, es hat schon einen Sinn. Es hat einen Sinn, dass in dem Wettbewerb gesellschaftspolitisch in der Welt es eine Region gibt, die sagt, wir wollen nicht die Löhne von Asien, wir wollen auch nicht die Kluft von Reich und Arm der Vereinigten Staaten, wo manche 3 Jobs brauchen, um einmal halbwegs leben zu können. Wir wollen nicht Verhältnisse, die mit Diktatur oder anderes zu tun haben, oder wir wollen nicht Verhältnisse, die die Umwelt zerstören, weil es ein schnelles Geschäft ist. Ich finde es richtig, nicht einfach, niemand soll da was vorlügen, nicht einfach zu einem Konzern, der einem sagt, schau, ich zahle in Indien 2 Euro in der Stunde, wenn ihr eure Löhne da nicht senkt in Europa, gehe ich weg. Nicht einfach. Trotzdem bin ich nicht fürs Einfache, sondern fürs Schwierige. Wir brauchen in Europa mit Bildung, mit Ausbildung, mit Forschung, mit Innovation so viel Kraft, dass wir es uns leisten können, bei der Finanztransaktionssteuer vorbindlich zu sein. Die heißt ja nichts anderes, als dass man die, die da Milliarden schnell verdienen, auch bittet, was zum Zahlen. Und nicht nur den Angestellten, der sich nicht wehren kann, weil wir einen Lohnzettel von ihm in der Hand haben. Die heißt ja nichts anderes, dass die, die sich international organisieren, ein bisschen stärker auch zur Kasse gebeten werden, in welchem Bereich sie sich organisieren. Und in Österreich, das bin ich stolz, hat die Finanztransaktionssteuer einen 5-Parteien-Antrag im Parlament beschlossen. Das ist überhaupt das einzige Land, wo alle 5 Parteien gesagt haben, das machen wir. Wir haben da eine Partei, die haben immer so Buttons, keine Steuern und so. Aber bei der Finanztransaktionssteuer haben die das auch mitgestimmt. Weil Österreich ja doch dafür steht, dass man sagt, bevor wir die Löhne uns orientieren an den Billiglohnländern, auch in Europa gibt es schon welche, bevor wir uns an der Demokratie von Ländern orientieren, die keine haben, aber sehr schnell sind, und bevor wir uns in der Umwelt zerstören, auch an anderen europäischen Ländern orientieren, bleiben wir bei unserem Modell und kämpfen auch um die Finanztransaktionssteuer, obwohl jeder Recht hat, der sagt, besser als eine in Teilen Europas, wir führen sie einmal nur in einen Teil Europas ein, dann, wie ich davon ausgehe, in ganz Europa, dann mit befreundeten Ländern außerhalb, im nächsten Schritt dann auf größerer internationaler Ebene. Es ist richtig, diesen einen Fuß vor den anderen zu setzen, als stehen zu bleiben und abzuwarten, bis dieser Wohlstand und dieser soziale Zusammenhalt, den es in Österreich gibt, nimmer mehr gibt, weil man sie nicht mehr leisten kann. Also hart, mühsam, steil, spricht einiges dagegen, aber es war der richtige Weg, der uns so stark gemacht hat, wie wir heute sind, und für mich bleibt das auch bei der Finanztransaktionssteuer. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Wir haben jetzt noch einige wenige Minuten, eine Blitzfrage mit Blitzantworten, wenn ich vorschlagen darf, geht sich aber noch aus. Ja, bitte. Ich hätte noch eine Twitter-Frage reinbekommen. Es gab mal vor einigen Jahren die Internetoffensive Österreich und mittlerweile, das wird immer wichtiger, diese digitale Infrastruktur. Was für Aufgaben sehen Sie da hier? Ich meine, Österreich hat da schon viele Hausaufgaben gemacht, aber was ist in diesem Bereich noch zu tun, Ihrer Meinung nach? Internetausbau, Internetinitiative ist das Thema. Gibt es noch ein zweites Thema? Ja, bitteschön. Studiengebühren an den FHs ist ein zweites Thema. Ich möchte damit auch die Schlussrunde und das Schlussstatement bitten. Herr Landeshauptmann. Ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt. Für uns soll es keine Bildungsbarrieren geben. Wir wollen diese Barrieren auch in Zukunft nicht haben. Wir haben als eines der wenigen Bundesländer hier keine Studiengebühren und das soll auch in Zukunft der Fall sein. Wir haben unsere Finanzplanung bis zum Jahr 2015
dahingehend ausgerichtet, dass wir auf der Einnahmenseite keine Studiengebühren budgetiert haben. Also können Sie davon ausgehen, dass es jetzt und in Zukunft keine Studiengebühren hier im Burgenland geben wird? Ja. Im Unterschied zu Studiengebühren auf der Universität ist es ja vom Land her regelbar. Mir wäre lieber, wenn alle Bundesländer sich dem burgenländischen Beispiel anschließen, auch Wien. Ja. Also wirklich österreichweit, weil ich finde, wir haben ein Steuersystem und da zahlt man ordentlich Steuer. Dafür haben wir auch zu sorgen. Und da muss man Rede und Antwort stehen, wieso wir ein Land sind mit relativ gutem Steuersystem. Aber dann muss man nicht ununterbrochen bei jeder anderen Gelegenheit auch was einheben, noch dazu von Studenten, die es in der Regel sich ja selbst nicht leisten können, sondern wo es dann die Eltern zahlen müssen oder wo der daneben arbeiten muss, um es sich überhaupt leisten zu können. Also ich finde das burgenländische Modell hier wirklich vorbildhaft. Internet, wir haben eine Breitbandoffensive, das heißt, wir wissen sehr genau, dass der Wettbewerbsstandort auch ganz stark davon abhängig ist, welche Möglichkeiten findet die Wirtschaft an Kommunikation und an Technologie vor. Es ist derzeit verteilt auf 3 Ministerien, Forschung, Entwicklung und damit auch diese Themen neuer Technologie. Wäre mein Wunsch in der nächsten Regierungsperiode, das zusammenzuführen auf eine Stelle, um stärker und schlagkräftiger zu werden und diese vorhandene Breitbandoffensive ein bisschen schneller werden zu lassen. Ich möchte abschließend vor allem Danke sagen. Zunächst danke an Sie, Herr Bundeskanzler, an Sie, Herr Landeshauptmann. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Diskussion. Danke. Danke Ihnen.